Fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video meinerseits. Wie ihr sicher am Titel lesen könnt, es ist Anime Boy or Girl. Ja, wie ich dazu kam, ist, ich habe davon mal ein YouTube-Video gesehen und fand das ziemlich lustig und wollte es selbst mal testen. Also starten wir gleich mal mit S, das noch unbestätigt ist, was es ist. Gut, den habe ich noch nie gesehen. Aber ich gehe mal aus, irgendwie. Es verhält sich weiblich. Deswegen glaube ich mal, gehe ich mal auf Mail, gucken wir mal hier. Ja, gut. Es ist auch wieder ein S, aber das sieht eher nach Mädchen aus, deswegen das. Da habe ich den Anime gesehen. Es ist von Solita. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt, aber es ist auf jeden Fall ein Junge. Es ist auch von Solita und ist weiblich, das weiß ich. Ich glaube, das war Bakano Test irgendwas. Also irgendwas mit einem komischen Test und irgend so einer Schule. Aber das, ich glaube, das ist eine Jungenuniform, deswegen, auch wenn der sehr, sehr weiblich aussieht, oder es besser gesagt, man weiß es ja noch nicht. Und ja. Geht man vom Bild her, beziehungsweise davon, es scheint ja Boobies zu haben, das heißt Female. Ah, da kenne ich den Anime von. Und das ist, dürfte man auch erkennen, eigentlich ziemlich weibliche Gesichtszüge, deswegen. Oh je, das ist ein ziemlich alter Anime, sofern wie ich weiß. Beziehungsweise sieht man ja auch. Aber das ist ein Mädchen, glaube ich, war das. Ich habe das irgendwann mal gesehen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, deswegen. Ja, das ist ein Junge, sieht man direkt. Auch ein Junge. Auch wenn es Frauenkleider trägt, es ist von Black Butler, und zwar, wenn es mich nicht täuscht, hieß er Seal Phantom Eve, und das ist ein Junge. Es könnte Haku sein, aber ich bin mir da nicht sicher, was es sein soll. Würde ich die Augen sehen, dann wäre es klar. So gehe ich vom Mädchen aus. Wenn es Haku ist, dann ist es ein Junge. Aber ich weiß nicht, ob es Haku darstellen soll. Ob es so eine Szene gab, ein Klassiker. Vor dem Kampf mit Zabuza. Ah, ja. Ja, okay, von Tokyo Ghoul, das ist ein R. Oh je, das hatte ich irgendwann mal in einem AMV gesehen, aber ich weiß nicht. Junge oder Mädchen? Das sieht sehr nach Mädchen aus. Auch wenn es ziemlich psychisch ist. Okay, da kann man nicht gerade viel erkennen, das verdeckt er sich, aber das sieht irgendwie nach einem Jungen aus. Ich weiß nicht warum. Ja, okay, hier sieht man den Bart, deswegen. Junge. Es ist dieser Roboter von. Nein, Cyborg von One Punch Man, deswegen auf jeden Fall. Junge. Ich glaube, die ist bei Bleach dabei. Deswegen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, es ist ein Female. Das sieht zumindest so nach Bleach aus. Okay, nächster Charakter ist der. Ja. Der sieht sehr, sehr männlich aus. Warte, warte, warte. Hey. Okay, gut. Lustig ist hier einfach getauscht. Aus dem Bild kann man nicht gerade viel entnehmen. Aber ich sag Mail. Kommt jetzt direkt die Aussicht. Okay. Prozent habe ich richtig. Welche waren denn falsch?
hier sind weitere Tests. Es scheint aber keine Klärung, welche falsch sind. Ja gut. Also scheint es, ich bin gut darin, Anime-Charaktere zu unterscheiden, ob sie männlich oder weiblich sind. Ach, wenn ich mich frage, was zum Geier falsch war. Naja, das war wieder ein kurzes Video meinerseits. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like oder ein Abo und dann tschüss und haut rein.